Hallo und herzlich willkommen bei Axel Burkhardt TV. Schön, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem kleinen Crashkurs zur Rettung der Welt. Und ich will an dieser Stelle einmal einen Einschub machen, weil wir dann zu den ganz praktischen Themen kommen, was wir tun können. Es ist sehr berührend, immer wieder zu sehen, wie wunderbar die Themen ankommen und wie bereichert sich die Menschen fühlen und wie sie teilweise ja schon in größere Höhen abheben und sich wirklich gegenseitig bereichern, auch in unserem Chat, und etwas Wunderbares passiert und man über Engel und Schutzengel spricht und wie schön das alles ist und sich persönlich austauscht. Und an dieser Stelle den kleinen Hinweis: Was ist denn eigentlich Spiritualität? Was ist Spiritualität? Und da habe ich hingewiesen auf diese zwei Mächte, diese zwei Kräfte, den Luzifer und den Ahriman, die beide als polare Kräfte dastehen und uns immer wieder verlocken, entweder da nur hinzugehen oder da nur hinzugehen. Und der Michael dazwischen diese Waage hält. Liebe Freunde, liebe Leute, was ich auf jeden Fall vermeiden möchte, ist, dass wir in spirituelle Höhen abheben und zu vergessen, was wirklich Spiritualität ist. Spiritualität findet hier auf der Erde im Materiellen statt und nicht droben im Himmel. Nicht droben im Himmel. Das möchte uns immer gern der Luzifer einreden. Er möchte immer sagen, raus von der Erde, raus von der Erde. Ach, das ist so schön. Es ist so schön, wenn der Axel über Engel redet und über Hierarchien. Und es ist so schön, wenn ich über meinen Schutzengel reden kann. Das ist alles wunderbar, aber darum geht es nicht primär. Sondern es geht darum, wir stehen hier im Leben auf der Erde und der Christus ist in die Erde gekommen, um die Erde zu spiritualisieren. Das heißt, wir haben es hier mit der Erde zu tun. Das ist Christentum, das ist Spiritualität. Wie kann ich auf der Erde das Spirituelle verwirklichen und mich nicht in die Erde ziehen lassen und nicht in den Himmel ziehen lassen, sondern Himmel und Erde verbinden hier mit meinem Dasein? Das ist wahre Spiritualität. Und deshalb, wenn wir jetzt kommen zu den praktischen Themen, ich werde über die soziale Dreigliederung widersprechen, was ist konkret zu tun? Dann kommen Menschen und sagen, ach, das interessiert mich nicht, mich interessieren die Engelwelten. Aber diese Dreigliederung, ja, und die Politik, da was tun, nein, also da bin ich ja dann doch nicht und ich möchte nicht und ich kann nicht und es ist mühsam. Lass uns doch wieder über Engel reden. Das ist nicht mein Ziel. Das ist nicht Ziel und Zweck dieses Kanals. Wir haben hier auf der Erde, und das ist das Entscheidende, in die Handlung zu gehen aus dem spirituellen Wissen und aus dem spirituellen Untergrund in der Materie, in der Gesellschaft, auf der Erde zu wirken. Das ist die Herausforderung. Und deshalb dieser Appell an euch immer wieder. Achtet darauf, dass ihr nicht in diese Höhen davonschwebt, ohne den Untergrund zu bewahren und zu begreifen. Es geht darum, dass hier was getan werden muss. Und zwar im Alltag. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und das beginnt bei jeder kleinen Tätigkeit. Das beginnt beim Einkauf, wenn man der Kassiererin oder dem Kassierer gegenüber steht und ein freundliches Hallo sagt und in Beziehung innerlich tritt zu dem Ich des anderen Menschen. Da sitzt ein göttliches Wesen, ganz praktisch im Alltag. Oder wir kochen oder wir putzen und uns bewusst machen, wenn wir das Haus putzen, dass wir es mit geistigen Wesenheiten zu tun haben. Dass das Putzen nicht ein materielles Putzen ist und das Kochen nicht ein materielles Kochen, sondern dass, wenn wir etwas essen, Nahrung zu uns nehmen, das von geistigen Wesen bereitet wurde und dass da in den Nahrungsmitteln Geist lebt und dass wir Geist zu uns nehmen, dass wir immer permanent in Verbindung stehen mit geistigen Wesenheiten. Und deshalb ist es so wichtig dann, wenn wir darüber reden, was kann praktisch getan werden, dass man nicht sagt, ach, das interessiert mich nicht, sondern gerade das, was uns vielleicht nicht interessiert, ist die große Herausforderung zu sagen, oh, da muss ich vielleicht doch mir selber einen Tritt in den Hintern geben und sagen, ah, ich habe verstanden, was spirituelle Entwicklung bedeutet. Hier im praktischen Leben mich einzusetzen für diese Welt, für den anderen Menschen im Praktischen.
Und das heißt natürlich auch im gesellschaftspolitischen Leben. Da engagieren sich ja viele Menschen. Und da geht es darum, dass wenn wir spirituelle Erkenntnisse bekommen, dass wir jetzt dann jeder für sich und dann vielleicht auch gemeinsam miteinander und füreinander aus dem spirituellen Wissen heraus uns engagieren. Aber dass wir uns engagieren und dass wir etwas tun, dass wir in die Handlung gehen und dabei vielleicht auch die Chance nutzen, gewisse Ängste zu überwinden. Weil nur über die Überwindung der Angst, spirituell nachzudenken oder sie vielleicht schon durch geistiges Wissen etwas zu überwinden, das ist der erste Schritt. Aber hinauszutreten ins Leben und es mutvoll zu ergreifen, zu sagen, ich überwinde mich, weil ich merke, da habe ich eine Bequemlichkeit, eine Faulheit, eine Angst, ja, oder vielleicht ein mangelndes Selbstvertrauen und so weiter. Gerade dann zu sagen, jetzt gehe ich es an und jetzt packe ich es an. Das bedeutet Spiritualität. Und das wollte ich hier an dieser Stelle sagen, bevor wir dann zu diesem praktischen Thema noch einmal wiederkommen, nämlich dieser praktischen Frage, was können wir denn heute tun für die Welt im Praktischen? Dass wir dann uns freuen auf dieses Thema, das war mein Anliegen in diesem Video. Also bis dahin, vielen Dank fürs Dabeisein, euer Axel Burkert.